Bungee-Jumping, Paragliding, Fallschirmspringen oder Free-Climbing? Das ist alles nichts gegen Lesen. Glaubt ihr nicht? Den Beweis gibt's nach dem Intro. Lesen ist ein wirklich sehr gefährliches Hobby. Vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert, dass ihr total in ein Buch vertieft wart und dann habt ihr einfach nicht das Buch weglegen können, als ihr irgendwo hin musstet. Da kommt es schon mal vor, dass man blöderweise etwas übersieht, was vielleicht auf dem Boden liegt. Und naja, schaut es euch selber an. Okay, und das sind echt nur die Sachen, die man im Haus vielleicht im Flur oder im Wohnzimmer erleben kann. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auch noch in der Küche und kocht gerade. Mit Messern und Pfannen und heißem Öl und... Was steht da noch? Autsch. Nein. Das kann... Oder stellt euch nur mal vor, ihr kommt nach einem anstrengenden Tag im Garten, wo ihr Unkraut zupfen musstet oder so und wollt einfach nur noch kurz eine Tasse Kaffee haben. Und tja, irgendwie seid ihr noch abgelenkt von dem Buch und dann passiert sowas. Ihr seht, Lesen ist ein unglaublich gefährliches Hobby. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Oder doch. Aber nur da, wo man sich nicht wehtun kann, wirklich. Deswegen würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, habt ihr euch schon mal verletzt beim Lesen? Vielleicht, weil ihr euch auch nicht vom Buch losreißen konntet? Oder eher zufällig? Alles, was euch schon passiert ist, in die Kommentare. Ich würde das echt gerne mal wissen. Und sonst sage ich mal, wir sehen uns nächsten Sonntag. Tschö! Wortkotze. Und wenn ihr eure Freunde davon überzeugen wollt, dass Lesen wirklich badass ist, dann teilt dieses Video doch und dann sehen sie mal endlich, mit was für einem gefährlichen Hobby ihr euch so beschäftigt. Und wer trotzdem glaubt, dass Lesen nicht gefährlich ist, der kriegt einfach hiermit einen über die Rübe.